Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell. Ja, hier geht's weiter in, wo war das? In This Place, genau. Und dann geht's auch schon direkt wieder los hier. Kann ich dann nicht... Ich werde jetzt auch wieder nicht zu viele Patronen, vergießen. Ich weiß. Ich werde... Boah. So, was ich sagen wollte, ich mache hier einfach mal mein Nachtsichtgerät an. Ich möchte hier nicht so viele Patronen vergießen, weil ich halt nicht weiß, wie lange das Level geht. Entschuldigung. So, und dann gucken wir mal, wo der nette Herr auch rumläuft. Das Problem ist, da diese Leuchte, die kommen anscheinend, ja, vom Himmel hört sich jetzt echt lächerlich an, aber es ist wirklich so. Ich glaube, ich darf keinen töten. Deshalb nehme ich mir den einfach mal so und zieh den mal. Ist es da dunkel? Na, ich lasse ihn mal hier. Stimmt irgendetwas mit dem Lüftungssystem nicht? Wer sind Sie? Nun, deine Mutter. Stell dir einfach vor, ich sei Harry Tuttle. Wer? Ein schlecht gelaunter und schwer bewaffneter Heizungstechniker, der dir Fragen über dein Lüftungssystem stellt. Ich vermute, es funktioniert seit dem Stromausfall nicht richtig. Ich brauch Fakten. Dürfte es mir also nicht besonders schwer fallen, diesen großen Ventilator zu deaktivieren, oder? Ich weiß nicht. Oh ja, sei leise. Der weiß nämlich nicht besonders viel, der Typ. Und scheint hohl in der Birne oder so. So, dann, was ist das denn hier für eine nette Tür, die sich nicht öffnen lässt? Okidok. So, hier ist eine nette, dunkle Ecke. Es kann nicht schaden, sich mal umzusehen. Oh ja. Ich muss mal schnell hier in, Shit, der hat mich bemerkt. Der hat das gehört mit dem... Oh. Wenn das nicht mal Ärger gibt. Niemand hier. War wohl etwas übervorsichtig. Ja, warst du. Und jetzt geh wieder schön zurück, damit ich dich... ja. Befragen kann, natürlich. So. Jetzt dreh dich bloß nicht um. Genau so! Da hier keiner ist und, naja, ich dich nicht umbringen darf, sondern nur erwürgen darf, was irgendwie dasselbe ist, je nachdem, wie fest er das macht. Die sind relativ schnell weg, ne? Wenn er die erwürgt. Ist mir mal so aufgefallen. So, leg dich mal hin, mein Freund. So, die Pumpe deaktivieren. Davon hat Sam Fisher eben gesprochen. Das war's anscheinend auch. Sonst hier noch was? Nein. Und wir mussten kein Licht ausschießen, das heißt, wir haben gut Patronen gespart. Ach, voll entschärfen auch noch. Was will die Dame dann noch? Ja. Darunter, das tut aber weh, glaube ich. Achso, am Wandabstand. Ich war gerade etwas verwundert. Kann ich nicht abspringen? Ah doch. Yes. Cool. Alles klar, dann geht's mal weiter. Hier nicht. Okay.
berechtigt, in diesem Umfang Schutz von der Nationalgarde anzufordern. Da stimme ich Ihnen zu. Aber seien wir ehrlich, die Nationalgarde ist eine riesige, schwerfällige Organisation. Sicher, das ist, was wir brauchen. Optisches Kabel, perfekt. Die Menschen wollen Schutz, sie brauchen Schutz. 1, 2, 3, 4. Vier Leute. Die Nationalgarde, ja, vier Leute. Wird den Frieden sichern. Aber um welchen Preis? So, dann gucken wir dem mal zu. Darüber hinwegkommen, Julian. Woran Sie sich erinnern werden, ist, dass die Nationalgarde nicht viel kostet. Ich habe es hier mit Steuerzahlern zu tun. Das Letzte, was ich brauche, ist ein weiterer Finanzskandal. Ja, sehe ich genauso. Was? Kommen Sie, ich will Ihnen etwas zeigen. Kopfschuss. Ah, jetzt kommt das Geld ins Spiel und da kann er natürlich nicht widerstehen. Gut gemacht, Julian. Oh, jetzt gehen auch alle raus. Das gibt's doch gar nicht. Fischer, der leitende Angestellte. Vermutlich hat er den Zugangsalgorithmus für die zentralen Server. Hier ist jetzt keiner mehr, ne? Gespeichert. Lambert hat mich strikt angehalten, niemanden zu töten. Wenn du nahe genug an ihm dran bleibst, müsstest du seinen Laptop über eine Funkverbindung hacken können. Werde es versuchen. Genau so. Kann ich hier irgendwas ausstellen? Das ist nämlich ein Projektor oder so, muss das doch sein. Jetzt müssen wir da. Ich habe etwas vergessen. Wie so einem schlechten Actionfilm oder Horrorfilm. Boah. Ziemlich unheimlich. Ja, ich habe schon mal von so etwas gehört. Man nennt es elektrochromes Fenster. Eine geringe elektrische Ladung verändert die Lichtdurchlässigkeit mikroskopisch kleiner Kristalle, die in das Glas eingebettet sind. Cool. Ich denke, dein OCP müsste die Fenster bedienen können. Ich lade die Spezifikationen auf deinen Opset. Danke, Will. Das ist ja mal geil. Ohne Witz. Ich will da ein. Okay. That is the best city. Alright. Also, ich gehe jetzt einfach mal den normalen Weg. Nee, kein Licht am Computer starten. Jazz. Okay, da ist keiner. Da ist auch keiner. Sam, jede der einzelnen Sektionen von Displays scheint ihren eigenen Servercluster zu besitzen. Ich habe ein Programm auf dein Opset geladen, das eine kleine Hintertür in ihr Netzwerk einbauen wird. Soll ich es auf jeden der Server hochladen? Damit würdest du mir eine große Freude bereiten. Na, wenn du mich so nett darum bittest. Hier ist sonst keiner, ne? Okay. Und sag mal gute Nacht, mein Kumpel. Also ich bin gerade wieder am Konzentrieren, weil ich weiß ehrlich gesagt, das ist wieder, was ich finde, ein viel zu großes Level. Aber nun gut. Computer benutzen. Oh, stopp. Bei sowas, kenne mich ja, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Okay, let's go. Noch 193. 93, 67. Ey, jetzt kann ich wieder nicht klicken. Oh yes, hat geklappt. Ja, dann erzähl mal was darüber. Ja, muss ich das jetzt auf jedem Rechner hier machen? Das wäre dann ein bisschen übel, oder? Ernsthaft? Die will mich da verarschen. Okay. Gute Arbeit. Aha. Das war der erste ihrer Server. Wenn du das Programm auch noch auf den anderen installierst, werde ich dort ganz nach Belieben herumschnüffeln können. Ich werde sehen, was ich tun kann. Also jetzt auf jedem einzelnen Rechner oder gibt's da noch? Ich speichere nochmal ab, weil ich ja ziemlich weit gekommen bin mit dem Hacken. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß, ob's
Ah ne, hier scheinbar haben wir jetzt alles Geld. Das heißt, es muss irgendwie noch einen anderen Raum geben. Vermute ich jetzt einfach mal, ich guck mal weiter. Ja. Also es war quasi der erste Raum, wo sie jetzt alles gehackt hat an den Computern. Wo geht's denn da lang? Ach, da kann ich nicht lang. Okay. Ah, Exit. Oh, das ist aber jetzt das. Oh, shit. Ich fühle mich nicht wohl. Oh mein Gott. Bin ich hier nur gelandet? Oh, das eine. Ah, wir sind jetzt unten. Wir sind jetzt unten, alles klar. Also wir oben war noch, war nur noch ein Raum, der verschlossen war. Und ansonsten war da nichts. Was? Das Zeug in der Kaffeemaschine. Frisch gemahlen oder Pulver? Ich bin nicht sicher. Nun, dann sag mir doch einfach irgendwas anderes, mit dem sich was anfangen lässt. Wie wäre es mit dem Türcode nach draußen? Er lautet 8136. Na siehst du, geht doch. 88. Möchten Sie auch noch Milch und Zucker? Netter Typ. Aber nein, danke. Heute nicht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe gerade nicht aufgepasst. 136, noch was. Ich war wieder am Träumen. Weil ich sehr oft tue, weil es wunderschön ist. Sicherheitszugang. Okay. Nein, den schlossen wir an. You got all the news right here. USS Walsh auf dem Weg zu ihrem Einsatz im Gelben Meer, heute Pearl Harbor, Hawaii. Okay, das machen wir mal zu, sonst. Die Dusche, ich komme. Boah, das ist ein bisschen pervers. Okay, hier scheint nichts zu sein. Acht, eins, drei, sechs. Okay, da höre ich schon wieder einen. Warte ganz kurz, also wenn man die Möglichkeit hat, so oft zu speichern und das keine Safe-Speicherpunkte gibt, sag ich mal. Und das ist eine echt gute Alternative. Ah, na. Das, ey, das sind die zwei. Ich bin auf dem richtigen Weg. Yes. Beschaffen Sie sich den Serverzugang. Bla bla bla. Bewegt sich da hinten jemand? Weiß ich nicht. Deswegen bin ich ja so. Oh shit. Ich hätte da bleiben sollen. Kacke. Oh, nein. Bitte sag nicht, dass sie Taschenlampen haben. Glaube, da war nichts. Nein. Mist. Ich dachte, ich könnte mich da verstecken. Nun, Sie machen sich Sorgen um die Kosten und darum, was die Steuerzahler denken. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass diese beiden Dinge miteinander in Zusammenhang stehen. Treppen sind viel billiger als Aufzüge, Tom. Warum sind also Treppen nicht der vierte Pfeiler des Wolkenkratzerbaus? Niemand nimmt für 70 Stockwerke die Treppen. Und fragt auch nur ein Mensch danach, was ein Aufzug kostet? Natürlich nicht.
Richtig. Und wissen Sie, warum das so ist? Weil man die Kosten eines Aufzugs nicht daran misst, was man bekommt, sondern... Oh, komm, komm, komm. Nice. Okay, das bringt nix. Nun, damit könnten Sie vielleicht recht haben, Julian. Sie wissen, dass ich recht habe. Lassen Sie uns mit Mikey sprechen. Ich bin jetzt leider noch mit das Gespräch auch ein bisschen hören kann. Kommen jetzt wieder runter. Assassin, nein. So, ich bin jetzt... Boah, das hatte ich gerade angehört, wie bei Computer sagt, nein. Oh, shit. Hier ist eine Kamera. Oh. Und da hinten ist auch einer. Ja, nur wo ist der? Hm? Was ist jetzt? Da darf ich. Der kann mich hier nicht sehen, vor allem wenn ich langsam gehe. Warte mal. Boah, was geht denn jetzt die Musik hier so ab, ey? Hab ich irgendwas verbrochen? Boom, tika, bam, bam. Oh yeah, oh yeah. So, oh, ich dachte jetzt, er hätte mir was verraten. Ey, hört ihr das? Was geht die Musik so ab? Jetzt hätte ich mir jetzt so 20 Mann hinter mir her, noch eine Bombe und dann würde ich rennen, rennen, rennen. Oh, okay. Ist nicht mein Computer oder so, ne? Kann ich nichts machen. Mal gucken. Okay. Dann Spiel speichern. Gucken, ob wir das Ding Geld kriegen. Okay, so leicht ist es nicht. Okay, das ist dann einer. Yes. Okay. Schwierig da durchzukommen. Ja, aber möglicherweise geht's auch anders. Sieht aus, als führten einige Außenfenster in den Generatorraum. Vielleicht findest du im Bereich für Forschung und Entwicklung einen Weg nach draußen. Ich werde mich mal umsehen. So. Das ist ja nicht so, als wäre die Musik toll, ne? Aber die gibt mir gerade echt das Gefühl. Ich meine Schwierigkeiten. So, und da wir das geschafft haben zu hacken, speichere ich natürlich auch.
Warte mal. Was? Ich kann hier nicht durch. What the fuck? Was? Kommt jetzt einer? Ja, sind wir die größte Verarsche. Was war da noch? Ein Moment. Hier war soweit nichts mehr. Ich habe so das Gefühl, jetzt müsste ich den Aufzug nehmen. Ich meine, wenn man den Aufzug rufen kann, kommt schon, Leute. Wenn er natürlich kommt, das ist jetzt die andere Sache. Zu gucken, verdammt. Muss natürlich auch hier in Deckung gehen von der Pimp My Ride Kamera. Warte mal, hier ist ja der Aufzug, oder? Geht der jetzt auch? Mal sagen wir so, wenn er nicht kommt, dann gehe ich zu Fuß, ne? Also ist ja jetzt, wird es keine anderen Alternativen geben. Level 2. Okay, scheint dazu nämlich hier auch richtig. Moment, bevor ich... nein, das war den... Lass mal bitte. Lol. Hier sind wir jetzt. Ja, ganz am Anfang. Toll. Hätten wir das mal hier geeignet, wären wir sofort weiter gewesen. Gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Level 2. So weit waren wir auch noch nie. Shit. So, jetzt muss das Objekt erstmal für immer aus sein. Oh nein. Ey, das war doch mal jetzt. Kommt, gib mir Lob, gib mir Lob. Danke. Das war jetzt echt Pro. Pro-like. Aber die Musik, ne, die geht mir gerade so auf die Nerven. Entwicklungsabteilung. Es könnte einen Weg durch die Ventilation geben.
in den Generatorraum. Vielen Dank. Okay, danke. Zumindest kann ich irgendwie die Lichter nicht ausschalten. Moment mal, was muss da hier? Training Gym. Objekt wechseln. Besieged. Werden wir hier gucken. Hier ist aber auch nichts sonst, ne? Oh ja, den. Der sieht uns von hier aus gar nicht mehr, okay. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erst hier hin. Speichern wir mal ganz kurz. Ganz kurz, kurz, kurz. Oh. Ich weiß, das ist Noob-like, aber... Nein. Okay, also anscheinend brauchen wir zwei. Okay, der müsste es jetzt gewesen sein. Was? Ich hab eine Idee. Ich habe eine verdammt gute Idee. Erstmal gehe ich ins Training Gym, ne? Ihr seht jetzt. Also, ich erzähle euch kurz meine Story, weil ich vorab. Also, ihr kennt ja noch, falls ihr das länger verfolgt, das Level, wo wir den Typen durch dieses Netz tragen konnten, ne? Ich glaube, das ist es auch. Und da hinten liegt ja eine Leiche, dass wir die auch benutzen können. So. Das ist das erste, was ich vorhabe, aber da das ein ganz langer Weg ist mit der Kamera und wir eventuell erwischt werden könnten, gehe ich erstmal ins Training Gym, also da, wo die halt trainieren, und versuche dort ja eine Kante zu finden. Hier ist dunkel, ne? Okay. Jetzt abspeichern. Das sind nur die zwei. Okay. Schön leise, ganz leise, mein Freund. Hier finde ich es ganz ruhig, ganz cool. Weil hier ist diese laute Musik nicht und die stört einfach, wenn man hier am Rumschleichen ist, ganz ehrlich. Eigentlich müsste mich am Schatten gesehen haben. Aber nun gut. Ist aber auch nicht gerade ein Hübscher hier. Na ja, gut. Ich erleg den hier mal. Da ist ja gerade. Ja, ich habe den Luftschacht gesehen. Ich möchte nur kurz mal hier. Hier ist aber sonst nichts. Ne? Ich mache mal für euch hier das hier an. Weil das ist sehr komisch. Also bei mir ist es noch so im Spiel, dass ich relativ gut erkennen kann, wo was ist. Auch wenn es. Also im gewissen Chance sehe ich auch nichts, dann muss ich natürlich das anmachen. Aber hier zum Beispiel, wenn ich das hier jetzt ausmache, sehe ich eigentlich relativ gut. Und ich glaube, im Video seht ihr das aber dann nicht gut. Deswegen mache ich jetzt einfach mal für euch das hier wieder an. Könnt ihr ja mal ganz kurz, wenn euch das interessiert, einmal anhalten. Ich möchte die Mates wenigstens mal zeigen. Okay, hier mache ich dann aber nochmal ganz kurz einen Shortcut.
Ganz kurz den Shortcut. Das war doch so viel Sinn irgendwie. Short, kurz, cut. Kurz, cut. Ich bin ja schon still. Nice. Gute Arbeit, Sam. Jojo, kein Problem. Wenn du das Programm auch noch auf dem letzten Server installierst, machst du mich zur glücklichsten Frau der Welt. Du bist ja. Ja. Sind nun mal sehr neugierig, Sam. Okay, wir haben den Zugangsalgorithmus. Jetzt können wir auf den Zentralserver im Erdgeschoss zugreifen. Werde ihn finden. Verschaffen Sie sich Zugang zum Zentralserver im Serverraum. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo der Serverraum ist, ist das der am Anfang oder? Ist ja zu viel für die Männer. Ist einfach zu viel für die Männer. So. Schauen wir mal. Hier kamen wir her und hier ist ein Lüftungsschacht. Da möchte ich einfach mal kurz aus Neugier wie die Frauen einschlupfen und mal gucken, was da so ist. Hier ist noch, wie gesagt, vielleicht ist es auch irgendwie ganz am Anfang, dann hätte ich die Tür nicht benutzen sollen, weiß was ich. Das ist ein ziemlich gemütlicher Posten. So viel ist sicher. Hab gehört, dass der Typ ziemlich nervtötend sein soll. Der Kerl ist gar nicht mehr hier. Er hat die Stadt verlassen. Was? Du passt also nur auf sein Zeug? Sind wir auf der Toilette? Er hat das neue Prince of Persia. Ja? Schleichwerbung. Kann kaum erwarten, es zu spielen. Ja, wie ich schon sage, Prince of Persia. Einfach kaufen. Oh, ich schreck mich gerade, deswegen hört sich das an. Entschuldigung. Der haut ab. Ne. Suicide! Ich bin ja anscheinend richtig, ne? Psch, psch, Mami ist ja da. Ganz ruhig. Jetzt gehen wir mal. Das optische K ist gar nicht mal so übel, ganz ehrlich, Leute. Also hier ist das Zelt, ganz ehrlich. Aber es ist besser, die Leiche dort zu verstecken, als hier im Raum. Oder auch nicht, wartet mal. Kann ich den so hinlegen, dass der. Nein. Oh nein. Ich bin Nekrophil. Komm mit, Kleiner. Gehen jetzt mal in unser Räumchen. Kann ich den hier hinlegen? Ja, das ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Weil irgendwann wird der, denke ich mal, hier in den Raum gehen. Wenn die Spielfiguren ein wenig IQ haben. So, das war's dann aber auch für die heutige Folge. Ich denke, die ist ziemlich lang geworden. Wobei ich auch sagen möchte, dass das Ganze natürlich ein schnelles EP sein soll. Okay, das hören wir uns doch kurz an. Okay, das war's dann aber für die heutige Folge. Noch einen kleinen Wochenendlausch.
geht auch wieder hoch. So, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen oder Mittag. Bis dann, euer Edenos.